Eine Hungersnot droht eine in einem verlassenen Haus lebende Mäusekolonie zu dezimieren. Die Menschen sind verschwunden und ein grausamer Winter fordert Tribut von den Nagern. Auf der Suche nach Nahrung entfernen sich der Mäuserich Wix und sein Rattenfreund Umph immer weiter aus ihrem einstmals sicheren Zuhause und durchkämmen ein grausames, von Untieren bewohntes Land nach irgendwas Essbarem. Die junge Pikt und ihr Vater indes versuchen, die Kolonie vor dem Absinken ins Chaos zu bewahren. In Scurry erzählt Mac Smith im Stil einer fantastischen Rittersage von vorgeblichen Verheißungen, Verrat und entfesselten Naturgewalten. Von bedrohten Arten, denen fast alle Mittel recht sind, ihr Überleben zu sichern. Ob von Wahn verursachte Katastrophen, Machtgier oder der Glaube an eine erlösende Hüterin des Waldes. Die Handlungen der Tiere spiegeln sich in denen der aufgrund eines rätselhaften Ereignisses verschwundenen Menschheit wider. Von Mäusen und Menschen eben, deren Eingriffe in die Umwelt beiden zum Verhängnis werden können. Ein düsteres Endzeit-Epos, aufgelockert durch behutsam eingesetzte humorvolle Dialoge und Genre-Anspielungen, dessen niedliche Trickfilmästhetik nur Mittel zum Zweck bleibt. Denn die Moral von der Geschichte: Fressen und gefressen werden.